Um den Flächeninhalt eines Zylinders zu berechnen, brauchen wir die Grundfläche des Kreises und die Höhe des Zylinders. Die Formel für die Grundfläche des Kreises lautet Pi mal Radius hoch 2 gleich die Fläche. Dafür setzt man bei Radius 4,5 ein, dann hat man 63,62 Quadratzentimeter. Fläche mal Höhe ist gleich Fläche des Zylinders. Zum Schluss zeigen wir euch noch, wie man den Radius von einem Kreis berechnet, wenn man den Flächeninhalt vorgegeben hat. Dazu muss man die Formel Pi mal R Quadrat umstellen. Das machen wir, indem wir geteilt durch Pi rechnen und daraus die Wurzel ziehen, um das Quadrat aufzulösen.